Auch nach dem Sommerhaus der Stars geht das Drama bei Theresia Fischer und Stefan Gleiser weiter. Der Zahnarzt und Reality-Star hatte einen heftigen Unfall, als er im Garten gearbeitet hat. Gegenüber Bild berichtet er davon. Ich habe zu Hause die Eibenhecke geschnitten und die Leiter fiel um. Ich bin abgeschmiert und mit dem linken Oberarm auf den spitzen Metallzaun gefallen. Mein Arm wurde dabei regelrecht aufgespießt. Die Verletzung, die er sich dabei zuzog, war schwerwiegend. Ich habe eine Fleischwunde, 7 bis 8 cm tief. Ich habe unfassbare Schmerzen, muss noch in der Nacht operiert werden. Inzwischen wurde Stefan operiert und muss sich erst einmal schonen. Für den Zahnarzt keine einfache Situation. Denn solange er im Krankenhaus liegt, kann er seinen Hund nicht versorgen. Seine Freundin Theresia Fischer kann leider nicht helfen, da sie sich zurzeit im Ausland befindet. Ich versuche, eine Lösung zu finden, so Stefan. Der Sommerhaus der Stars-Teilnehmer kann sich aber darauf verlassen, dass nicht nur seine Freundin, sondern auch die Fans ganz fest die Daumen drücken.